In der Thermodynamik haben wir es mit einer Reihe von Energie- oder energieartigen Größen zu tun, die zunächst etwas gewöhnungsbedürftig sind. Ich will heute einen Überblick geben über die wichtigsten dieser Größen, nämlich über H, S und G. Die Thermodynamik betrachtet die Welt aus einer ihrer eigenen Perspektive. Wir betrachten Systeme, die in einem Zustand sich befinden. Diesen Zustand beschreiben wir mit Zustandsgrößen, zum Beispiel mit den üblichen Größen Druck, Temperatur, Volumen, Masse etc. Allerdings erfindet die Thermodynamik noch weitere Eigenschaften eines Systems, meistens energieartige Eigenschaften. Diese Eigenschaften ändern sich, wenn ein Zustand sich ändert. Zwischenänderungen nennt man dann auch Prozess. Eine wichtige Frage ist zum Beispiel die nach der Änderung der Energie während eines Prozesses, die nach der Änderung des Ordnungs- oder Unordnungszustandes während eines Prozesses und ganz wichtig, die Änderung der Stabilität oder Instabilität während eines Prozesses, der skizziert ist. Um diese Fragen zu beantworten, mit Zahlen zu beantworten, brauchen wir diese neuen Zustandsgrößen H, S und G. Zu jeder Zustandsgröße gibt es auch in der Regel einen Hauptsatz, der eine universelle Gesetzmäßigkeit mit dieser Zustandsgröße verknüpft. Wir starten mit der Zustandsgröße H. Das ist die Enthalpie und die Enthalpie ist grob gesagt ein Maß für den Inhalt an Energie in einem System. Je größer der Energieinhalt eines Systems, desto größer ist auch die Enthalpie. Diese Enthalpie wurde eingeführt, unter anderem um den Hauptsatz, den ersten Hauptsatz der Thermodynamik knapp zu formulieren. Im ersten Hauptsatz der Thermodynamik heißt es, die Gesamtenergie des Universums bleibt konstant. Diesen Hauptsatz können Sie mit Erfolg anwenden, wenn Sie sich die Energien oder Enthalpien der beteiligten Systeme anschauen. Wir werden gleich einige Beispiele sehen. Jede Größe in der Naturwissenschaft muss messbar sein. Die Enthalpie ist direkt nicht messbar, aber Änderungen der Enthalpie sind messbar. Und zwar entspricht jede spontane isobare Wärme einer Enthalpiedifferenz. Wenn irgendwo eine isobare Wärme gemessen wird, dann ist das eine Enthalpiedifferenz. Die Enthalpie hängt von verschiedenen Eigenschaften des Systems ab. Unter anderem von der Temperatur, von der Phase und von der chemischen Struktur eines Systems. Der Nullpunkt der Enthalpie ist nicht von der Natur gegeben. Es gibt einen willkürlichen Nullpunkt, der in der Chemie häufig angewandt wird. Man setzt dabei alle Elemente bei 25 Grad Celsius gleich der Enthalpie 0. Zur Entropie S und freien Enthalpie G kommen wir später. Wir schauen uns zunächst einen physikalischen Prozess durch die Energiebrille an. Also wenden den ersten Hauptsatz auf einen physikalischen Prozess an, und zwar auf eine Carnot-Maschine. Eine Carnot-Maschine arbeitet zwischen zwei Temperaturniveaus, T1, einer hohen Temperatur, T2, einer tiefen Temperatur. Wärme fließt von der hohen Temperatur in die Carnot-Maschine. Aus der Carnot-Maschine heraus fließt Wärme zur tiefen Temperatur. Und außerdem leistet die Carnot-Maschine noch Arbeit, die zum Beispiel in der Umgebung gespeichert werden kann. In der Form ist die Carnot-Maschine eine Wärmekraftmaschine. Was sagt der erste Hauptsatz über diesen Prozess aus? Im ersten Hauptsatz schauen wir uns ausschließlich Energiegrößen an. Und wir sehen hier drei Energiegrößen. Da die Energie erhalten bleibt,
müssen vom Betrag her Q1 und Q2 und BREF gleich sein. Aufgrund der Vorzeichenkonvention können wir ganz einfach schreiben, Q1 plus Q2 plus BREF gleich 0. So viel sagt der erste Hauptsatz über diesen Prozess aus. Nach dem ersten Hauptsatz wäre es auch möglich, dass BREF gleich Q1 ist und dann B2 gleich 0 ist. Wir werden gleich sehen, dass das am zweiten Hauptsatz nicht möglich ist. Der erste Hauptsatz ist so eine Art Buchhalter im Universum. Er passt auf, dass keinerlei Energie verloren geht. Die zweite wichtige Größe, die die Thermodynamik neu einführt, ist etwas schwer fassbar. Es ist die Entropie, die mit dem Buchstaben S abgekürzt wird. Die Entropie ist ein Maß für das Chaos in einem System, ein Maß für die Unordnung, ein Maß für die negative Information, wenn Sie so wollen. Die Entropie ist eine Größe, eine Zustandsgröße, die bei allen Prozessen, die beobachtet wurden, immer nur gleich bleibt oder zunimmt. Und dies ist der zweite Hauptsatz. Die Entropie, dieses Chaos im Universum, nimmt niemals ab. Die Messung der Entropie oder der Entropiedifferenz geschieht wiederum über eine Wärme. Und zwar müssen wir die reversible Wärme, die bei einem Prozess auftritt oder auftreten würde, durch die Temperatur dividieren und erhalten dann eine Art reduzierte Wärme, die identisch ist mit der Entropieänderung. Die Entropie hängt genau wie die Enthalpie von der Temperaturphase und der chemischen Struktur ab. Zusätzlich hängt die Entropie noch ganz deutlich von der Verdünnung ab. Je verdünnter ein System ist, desto größer sein Chaos, desto größer seine Entropie. Der Nullpunkt der Entropie ist das zur Enthalpie von der Natur vorgegeben. Es gibt sogar einen Hauptsatz dazu, den dritten Hauptsatz. Und zwar beträgt die Entropie eines idealen Kristalls bei 0 Kelvin 0. Zur freien Entropie kommen wir später. Wir betrachten jetzt wieder unsere Kalomaschine und betrachten jetzt denselben Prozess durch die Entropiebrille. Wo ist hier eine Entropieänderung festzustellen? Der erste Hauptsatz gilt natürlich nach wie vor, der ist davon unberührt. Jetzt betrachten wir das Ganze unter Entropieaspekten. Nun, das Temperaturniveau T1 gibt Wärme ab, reversibel, und das bedeutet, die Entropie im Temperaturniveau T1 nimmt ab, und zwar um Q ref 1 durch T1. Im Temperaturniveau T2 nimmt die Entropie zu, denn hier ist die Wärme positiv, Q2 durch T2 ist die Entropiezunahme. Der zweite Hauptsatz sagt nun, dass die Gesamtentropieänderung niemals negativ sein kann. Sie ist größer als 0 im Allgemeinen bei irreversiblen Prozessen. Bei reversiblen Prozessen, so wie hier beim Carnot'schen Prozess, ist sie gleich 0. Wenn ich also die beiden Entropieänderungen addiere, muss ich mindestens gleich 0, im Realfall größer 0, erreichen. Das ist der zweite Hauptsatz für eine Carnot-Maschine und dieser Hauptsatz beschränkt nun den Wirkungsgrad. Wenn Sie die beiden Gleichungen ineinander einsetzen und den Quotienten W durch Q1, den sogenannten Wirkungsgrad, ermitteln, dann stellen Sie fest, dieser Wirkungsgrad ist immer kleiner als 1. Eine Carnot-Maschine und jede andere Maschine natürlich auch, kann Wärme Q1 nicht vollständig in Arbeit umwandeln. Tatsächlich ist es so, dass der Wirkungsgrad T1 minus T2 durch T1 beträgt.
Wenn Sie also zum Beispiel T1 600 Kelvin haben, T2 300 Kelvin, dann kann nur eine Hälfte von der Wärme Q1 in Arbeit umgewandelt werden. Diese Limitierung gilt für jegliche Maschine, zum Beispiel auch für ein Wärmekraftwerk oder für einen Ottomotor. Wärme, diese unedle Form der Energie, kann in Arbeit nur mit einem begrenzten Wirkungsgrad umgewandelt werden, nämlich mit maximal diesem Carnot'schen Wirkungsgrad. Ursache für diese Begrenzung ist der zweite Hauptsatz. Wir können Enthalpie und Entropie zusammenfassen in geeigneter Art und Weise, um eine weitere Größe zu erhalten, nämlich die freie Enthalpie G, die uns jetzt ein Maß für die Instabilität eines Systems gibt. Das Interessante bei der Größe G ist, dass hier nicht das gesamte Universum betrachtet wird für den Hauptsatz, sondern dass nur das System betrachtet wird. Die Instabilität des Systems, deren Maß G ist, nimmt spontan niemals zu. Sie können G messen, Sie können es aber auch ausrechnen mit der berühmten Gleichung G gleich H minus T mal S, der Gibbs-Helmholtz-Gleichung. Wenn Sie es messen wollen, dann ermitteln Sie die reversible Nutzarbeit, die bei einem Prozess auftreten würde. Natürlich hängt G, genauso wie H und S, von den vier Faktoren ab, die wir aufgelistet haben. Und der willkürliche Nullpunkt dieser Größe ist wiederum Elemente bei 298 Kelvin. Wir können also jetzt jeden Prozess, egal ob physikalisch, chemisch oder biochemisch, charakterisieren durch drei Delta-Werte. Einmal Delta H, Maß für die Energieänderung, Delta S, Maß für die Entropieänderung und Delta G, Maß für die Instabilitätsänderung. Delta H, Maß für die Energieänderung, kann positiv sein, das heißt, im Zustand ist energiereicher als der Anfangszustand. Man spricht dann von endothermen Prozessen. Im umgekehrten Fall, wenn die Energie abnimmt bei einem Prozess, haben wir einen exothermen Prozess. Wenn wir uns das Chaos bei einem Prozess anschauen, genauer die Chaosänderung, können wir auch unterscheiden zwischen einem endotropen Prozess, bei dem das Chaos zunimmt, und einem exotropen Prozess, bei dem das Chaos abnimmt. Und am wichtigsten ist die Veränderung der Instabilität, Veränderung der freien Enthalpie. Wenn die freie Enthalpie zunimmt, nimmt die Instabilität zu. Wir sprechen von einem endotropen, endergonischen Prozess. Und wenn Delta G negativ ist, haben wir einen exergonischen Prozess. Man kann diese Vorgehensweise für jegliche physikalischen, chemischen Vorgang anwenden, zum Beispiel für eine Carnot-Maschine, zum Beispiel für die Verdampfung von Wasser oder Verdunstung von Wasser, besser gesagt. Wenn wir die Verdunstung von Wasser bei 25 Grad betrachten, Anfangszustand wäre flüssiges Wasser, Endzustand wäre gasförmiges Wasser bei 25 Grad, dann können wir uns durch die Energiebrille dieses Enthalpieprofil berechnen. Und wir sehen von links unten nach rechts oben, vom reinen Ausgangszustand bis zum reinen Endzustand, haben wir 44 Kilojoule pro Mol Enthalpiezuwachs, wir haben einen endothermen Prozess. Wir können das Ganze auch durch die Entropiebrille anschauen. Wenn wir uns das Chaos im System anschauen, dann nimmt auch dieses zu, vom reinen Ausgangszustand, flüssiges Wasser, bis zum reinen Endzustand, gasförmiges Wasser, 119 Joule pro Mol Kelvin, ein endotroper Prozess. Am wichtigsten ist die Veränderung der freien Enthalpie, Instabilität. Wir haben eine Zunahme der Instabilität, vom reinen Wasser zum reinen Flüssigwasser zum reinen gasförmigen Wasser um plus 8,6 Kilojoule pro Mol in einem endergonischen Prozess. Ganz wichtig ist aber, dass zwar der Endzustand oberhalb dem Anfangszustand liegt, dass es aber zwischen Anfangs- und Endzustand ein Minimum gibt. Ein Minimum der Instabilität, ein Maximum der Stabilität, das ist unser Gleichgewicht. Soweit wird das Wasser verdunsten, und dann wird der Prozess zum Stillstand kommen.
Man kann mit der freien Enthalpie Gleichgewichte berechnen. Beim Gleichgewicht hat die freie Enthalpie, hat die Instabilität Annehmung. Und das Ganze gilt auch für chemische Prozesse. Ein Aspekt dieser Spaltung von N2O4 ist zum Beispiel der energetische, enthalpische Aspekt. Die Enthalpie nimmt bei diesem Prozess zu von 9,368 für N2O4 auf 66,64 Glycobromol für 2NO2. Das ist das Energie- oder Enthalpie-Profil. Ein endothermer Vorgang. Auch die Entropie nimmt zu von 304 Joule pro Kelvin Mol auf 479,6 Joule pro Kelvin Mol. Wir haben auch hier einen endotropen Prozess. Am wichtigsten, weil wir damit das Gleichgewicht berechnen können, ist aber die freie Enthalpie. Wir sehen, dass die freie Enthalpie, also die Instabilität vom Produkt, geringer ist als die vom Edukt. Aber dass wir zusätzlich noch ein Minimum haben. Das bedeutet, die Produkte sind für sich gesehen stabiler als die Edukte, aber es gibt eine Mischung, nämlich bei 82% Umsatz, die noch stabiler ist als die reinen Produkte. Diese Mischung entspricht dem Gleichgewichtszustand. Hier haben wir die Gleichgewichtsmischung dahin, wo es das System auf jeden Fall hinzieht. Wir fassen zusammen. Enthalpie, Entropie, freie Enthalpie sind die wichtigsten Energie- und energieartigen Größen der Thermodynamik. Jeder Prozess kann durch Angaben von Delta H, Delta S, Delta G bestimmt werden. Diese Größen sind ein Maß für die Energie-, Chaos- und Instabilitätsänderung. Wichtig ist vor allem die freie Enthalpie, denn das Minimum der freien Enthalpie bestimmt die Lage ins Gleichgewicht.